Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur 100 Baby Challenge. Ich verzweifle jetzt schon, ich habe gerade mal drei. Okay, du tust essen, was ist du? Ich habe keine Ahnung, was deine Mutter jetzt mit dir macht. Deine Mutter macht irgendwas mit dir. Wir lassen sie mal machen. Gibst du ihr jetzt auch was zu essen oder? Beste Mutter der Welt. By the way. So. Wer von euch hat das Tablet wieder einkassiert? Ist doch schon mal sehr schön, wenn schon mal ein Kummerkasten da ist. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Du kannst allein aufs Töpfchen gehen. Du bist zu Hause. Du verwirrst mich. Reparier das mal, wenn du hier schon so dekorativ rumstehst. Wo läuft sie jetzt hin? Nein, du tust nicht planschen. Du kannst mit Spielzeug spielen. Spiel mit Spielzeug. Wir haben überhaupt keine Probleme, wenn jemand fragt. Eigentlich solltest du das essen, aber okay, dann tu es nicht. Du kannst eigentlich auch mit Spielzeug spielen. Ach, sie ist schon wieder so sauer. Haben wir ein romantisches Geschenk? Natürlich haben wir kein romantisches Geschenk. Unserem Kind ist zum Glück alles scheißegal gerade. Autsch. Will ich jetzt fragen, wie du die Fitnessfähigkeit bekommen hast? Ich finde es gut, dass du jetzt merkst, dass du dir den Finger eingeklemmt hast. So. Wir können endlich etwas Romantisches tun. So, sehr schön. Und jetzt verzieh dich wieder. Sea-Level, Fantasie-Level, Fantasie. Halt. Richtiges Kind. Sea-Levelt gerade gar nichts.
Er kann. Ah, okay. Okay, sie ist happy. Bist du alt? Ja. Ich hab's gefunden. So. Oh nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das ist unsere. Unsere Badewanne ist dreckig. Ich hätte ja eigentlich gerne Dusche. Duschen sind aber so teuer. Okay, sie ist schon mal bei Kommunikation fast. Er hat Level 4, sie hat Level 3. Alessia hat Level 3 der Fantasiefähigkeit. Ich bin jetzt schon durcheinander. Dann machen, redet sie hier auch mal mit. Hier leveln wir gerade Bewegung. Kommunikation, perfekt. Schon mal eins. Wir haben kein Essen da drin, glaube ich. Müssen wir gleich mal ändern. Er kann jetzt Leute malen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Bett wem, aber ich glaube, das ist egal gerade. So, dann. So. Kümmern wir uns mal kurz um sie. Er muss jetzt dringend was essen. Ich verstehe gar nicht, warum er im Kinderzimmer ist, aber okay. Okay, sie muss aber auch noch was essen. Dieses Tablet. Ich finde es süß, dass er sich jetzt doch langsam mit seinen Schwestern anfreundet.
Ja, du könntest ins Bett gehen, ganz dringend. Und du eigentlich auch. So. Oh nein. Albtraum? Albtraum. Also spielen sollst du nicht, wenn, dann gehst du richtig baden. Aber wir spielen nicht. Ich finde es schön, dass sie sich freut, dass sie uns geweckt hat. Kannst eigentlich da wieder rauskommen? Wir baden sie jetzt doch noch kurz und danach schmeißen wir sie aber ins Bett. Wird das jetzt halt noch was oder? Nein, du machst hier jetzt Essen. Jetzt, ich habe jetzt sie. Ich meine, der hier. Ich wäre ja froh, wenn du. Danke. So. Jetzt die pennt. Die kann. Ist jetzt nicht dein Ernst. So, wie wär's, wenn du das jetzt aufräumst? Wieso bist du nicht in der Schule? Den mal Kuchen, vielleicht bringt's was. Kannst du mal bitte aufhören, damit auszurasten? Das ist
ist dein Problem? Okay, er ist schon mal glücklich. Er ist ein Alien. Okay. Du gehst schlafen. Perfekt. So. Was hast du jetzt vor? Ah, sie sind weg. Zumindest stehen sie jetzt nicht mehr. Ja, jetzt stehen sie da draußen. Okay. Über welche Party reden die eigentlich? Okay, vielleicht solltest du doch nicht mehr reden. Du gehst Mittagsschlaf machen. Und du? Nutz die Zeit, dass du ein bisschen Tablet spielen darfst. So. Entschuldigung. Wir haben schon mal Avocado, Kirsche, Gänseblümchen, Löwenmäulchen, aber das haben wir hier ja schon. Er macht jetzt erstmal vorbildhaftlich seine Hausaufgaben. Und ja, wie viele Samenpäckchen kriege ich denn noch? Grüne Erbsen. Hm.
Wir müssen definitiv. Ich will ja nichts sagen, aber ich weiß jetzt schon, welches Kind heute Nacht nicht schlafen wird. Na, endlich. Lass doch mal das Tablet aus eurem Inventar draußen. Ist ja schlimm. Okay, er malt. Er sollte aber eigentlich eher was essen. Bei ihr so können wir jetzt denken machen. Und sie sollte auch was essen. Dann schicken wir ihn mal ins Bett, falls ihn irgendeine seiner Schwestern heute Nacht nämlich wieder weckt. Ich muss ja mal die ganzen Päckchen hier wieder einsammeln. So, wenn du dann endlich mal fertig bist mit Essen, sehr schön. Und Abflug. Jetzt hat sie das Tablet eingesteckt. Ich brauche keine mehr, ich schwöre. Okay, was können wir denn kochen? Ah, wir können sogar ein Milchbrot machen. Dann stellen wir die hier mal in den Garten. Die mag ich hier nicht im Wohnzimmer stehen haben. Was treibt ihr hier? Okay, nein, sie schlafen. Ach,
Ich sag zu dir, mach Essen, damit du was Frisches essen kannst und nicht das. So. Eigentlich kannst du den schon fertig essen. Ja, sie mag ihr Leben, sie feiert ihr Leben, es ist grandios. Ich verstehe aber nicht, warum sie hier im Pfannkuchen nicht auf ist. Aber okay, ich muss ja nicht alles verstehen, was sie hier treibt. Es ist, wieso kriegt sie schon wieder so einen emotionalen Ausbruch? Ja. Ich verstehe eure Mama auch nicht. Aber okay. So, was machen wir mit dir, du stinkst. Nein, nicht du baden. Sondern du badest Alessia. Sehr gut. Dann mache ich an dieser Stelle einen Cut. Das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich natürlich nicht machen können, weil leichte Überforderung. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.